das schönere Geschlecht. Der Mann wäre für einen außerirdischen Betrachter sicher das anbetungswürdigste Wesen auf diesem Planeten. Jedenfalls steht außer Zweifel, dass er ihn weit attraktiver finden müsste als beispielsweise die Frau. Denn der Frau gegenüber hat er zwei Vorzüge. Er ist schön und er ist intelligent. Nur dank einer jahrhundertelangen Verwirrung aller Wertmaßstäbe kann es möglich geworden sein, die Frau als das schöne Geschlecht zu apostrophieren. Allein die Tatsache, dass sie dümmer ist als der Mann, würde genügen, diese absurde Behauptung zu widerlegen. Ein dummer Mensch kann niemals schön sein. Es sei denn, man legt den kreatürlichen Charakter des Menschen bei der Beurteilung zugrunde. Und es muss betont werden, dass vor allem der Mann selbst den Fehler begeht, die Frau nach Maßstäben zu bewerten, die Mensch und Tier auf die gleiche Stufe stellen. Das ist wohl nötig, denn in der Gruppe Homo sapiens hätte sie nicht die geringste Chance. Der Mann braucht, wie wir noch sehen werden, die Frau, um sich ihr zu unterwerfen. Und um vor sich selbst zu bestehen, lässt er nichts unversucht, sie mit Qualitäten auszustatten, die seine Unterwerfung rechtfertigen. Da sie ihren Geist noch nie unter Beweis gestellt hat, kann er sie nicht gut für geistreich halten, obwohl er mit der Erfindung des Begriffs weibliche Intuition auch in dieser Richtung schon Versuche unternommen hat. Also nennt er sie schön. Ästhetische Maßstäbe erzwingen die Haltung der Subjektivität. Jedes ästhetische Urteil ist ein Akt persönlicher Freiheit. Aber die Subjektivität wird leicht zum Alibi und der Mann lässt sich gern versklaven. Nur weil die Frau sich auf eine Weise herausputzt, die darauf abzielt, alle Blicke auf sich zu lenken, setzt der Mann voraus, sie habe auch einen Grund dazu. Er findet sie schön, weil sie sich selbst schön findet und er ist ihr dankbar dafür, dass sie ihm erlaubt, sie schön zu finden. Sie unterstützt diesen Anspruch auch noch mit einem Trick. Da sich das höchste Ideal der Frau, ein Leben ohne Arbeit und Verantwortung, mit dem eines Kindes deckt, imitiert sie das Kind. Kinder sind rührend, hilflos, sie haben einen lustigen kleinen Körper mit lustigen kleinen Gliedmassen, über ihren lustigen kleinen Fettpolstern spannt sich makellose, junge, zarte Haut. Sie können leicht zum Lachen gebracht werden, benehmen sich überhaupt possierlich, sie sind eine Verniedlichungsform des Erwachsenen und da sie sich selbst nicht ernähren können, ist es selbstverständlich, dass man für sie sorgt und ihnen alle Schwierigkeiten aus dem Weg räumt. Das ist durch einen biologischen Mechanismus gesichert. Spezies, die ihre Nachkommenschaft zugrunde gehen lassen, sterben aus. Durch eine raffinierte Kosmetik, die darauf abzielt, ihren Babylook zu konservieren, und ein hilflos niedliches Geplapper, in dem Ausdrücke des Erstaunens, der Überraschung und der Bewunderung »Oh, wundervoll« die Hauptrolle spielen, versucht sie ihrer Umwelt so lange wie möglich das süße, liebe kleine Mädchen vorzugaukeln. Denn dadurch, dass sie ihr Kindergesicht und eine gewisse Attitüde der Hilflosigkeit bewahrt, appelliert sie an die Beschützerinstinkte des Mannes und veranlasst ihn, für sie zu sorgen. Diese Rechnung ist wie alles, was die Frau selbstständig unternimmt, so dumm und kurzsichtig, dass es an ein Wunder grenzt, wenn sie trotzdem aufgeht. Solange sie nämlich das Babygesicht als weibliches Schönheitsideal propagiert, muss sie sich spätestens mit 25 Jahren in einer Sackgasse wiederfinden. Mit allen Tricks der Kosmetik, in Frauenzeitschriften liest man tatsächlich, die Frau habe beim Denken Denkfalten und beim Lachen Lachfalten zu vermeiden, lässt es sich nicht verhindern, dass sie in diesem Alter das Gesicht einer Erwachsenen bekommt. Aber was soll der Mann, der darauf dressiert wurde, nur süße kleine Mädchen schön liebenswert und hilfsbedürftig zu finden, mit einer erwachsenen Frau anfangen? Was soll er anfangen mit einer Frau, deren glatte, feste Rundungen zu schwabbeligen Fettklumpen unter einer schlaffen weißen Hautdecke geworden sind? Deren Stimme nicht mehr kindlich klingt, sondern schrill, deren Lachen nicht mehr spontan und fröhlich ist, sondern stoßweise und wierend, mit einer Schreckschraube, deren abstoßend dummes Geschwätz jetzt, da es nicht mehr aus Kindermund kommt, an seinen Nerven zerrt und in deren Gesicht die vielen überraschten A's und O's immer seltener den Ausdruck naiven Erstaunens hervorzaubern und immer häufiger den des Schwachsinns. Keinerlei erotischen Wunschträume wird die kindische Mumie jemals wieder entzünden. Man möchte glauben, endlich sei es aus mit ihrer Macht. Doch die Rechnung der Frauen geht, wie gesagt, trotzdem auf, und zwar aus zwei Gründen. Erstens, weil sie mit Hilfe der Kinder, die sie inzwischen geboren haben, wiederum Schutzlosigkeit vortäuschen können, und zweitens, weil es auf der Welt einfach nicht genug junge Frauen gibt. Es liegt wohl auf der Hand, dass die Männer, hätten sie nur die Wahl, ihre erwachsen gewordenen Babyfrauen von Herzen gern gegen Jüngere eintauschen würden. Doch weil das zahlenmäßige Verhältnis zwischen den Geschlechtern annähernd 1:1 ist, es also nicht für jeden Mann zu jeder Zeit eine junge Frau geben kann und weil er zum Leben unbedingt eine Frau braucht, bleibt er bei der, die er schon hat. Der Beweis ist leicht zu erbringen. Wenn der Mann tatsächlich wählen kann, wählt er immer die jüngere Frau. Marilyn Monroe oder Liz Taylor waren in dem Augenblick passé, als sich zum ersten Mal ihre Fältchen nicht mehr vollständig verkleistern ließen.
Der Mann hat an der Kinokasse einfach das Billett für eine Jüngere gekauft. Wenn er es sich finanziell leisten kann, wählt er nicht nur an der Kinokasse, sondern auch im Leben. Die Manager aus Finanzwelt und Showbusiness tauschen regelmäßig ihre altgedienten Ehefrauen gegen Jüngere ein. Da sie gute Ablösungen bezahlen, findet niemand etwas dabei, nicht einmal die Frau selbst. Die ist vermutlich froh, den Mann so günstig loszuwerden. Aber diesen Luxus können sich nur die reichen Männer leisten. Wenn ein armer Schlucker sich aufbläst und in einem Augenblick des Überschwangs und der Verblendung zum zweiten Mal eine junge Frau nimmt, kann er sich sicher sein, dass er sie bald wieder verliert, weil sein Geld zum Unterhalt von zwei Frauen und der Kinder, auf denen auch die zweite bestehen wird, nicht ausreicht. Hat eine schöne junge Frau die Wahl zwischen einem älteren und einem jüngeren Mann mit gleichem Einkommen, wird sie auf jeden Fall den jüngeren bevorzugen. Und zwar nicht, weil dessen Jugend sie ästhetisch oder sympathisch beeinflussen würde, sondern weil er länger für sie sorgen kann. Die Frauen wissen genau, was sie von einem Mann erwarten, daher wissen sie auch, wie sie sich zu entscheiden haben. Vermutlich ist es noch nie vorgekommen, dass eine Frau einen armen 20-jährigen Mann einem reichen 40-jährigen vorgezogen hätte. Es ist ein großes Glück für die erwachsenen Frauen, dass die Männer sich selbst nicht für schön halten. Dabei sind die meisten Männer schön. Mit ihrem glatten, von der Arbeit trainierten Körper, ihren kräftigen Schultern, ihren muskulösen Beinen, ihren melodischen Stimmen, ihren warmen, menschlichen Lachen, ihrem intelligenten Gesichtsausdruck und ihren ausgewogenen, weil sinnvollen Bewegungen stellen sie alles in den Schatten, was die Frau auch bei rein kreatürlicher Betrachtungsweise jemals sein könnte. Und auch, da sie im Gegensatz zur Frau arbeiten und ihren Körper ständig sinnvoll weiter benutzen, bleibt er auch länger schön als ihrer, der infolge fehlenden Trainings rasch verfällt und nach 50 Jahren nichts weiter mehr ist als ein beliebiger Haufen menschlicher Zellen. Man beobachte nur einmal auf der Straße die 50-jährigen Hausfrauen und vergleiche ihr Aussehen mit dem gleichaltriger Männer. Aber die Männer wissen nicht, dass sie schön sind. Es sagt ihnen niemand. Man faselt von der Anmut der Frauen, vom Liebreiz der Kinder, vom Zauber der Tierwelt. Doch wenn vom Mann die Rede ist, dann lobt man höchstens seinen Mut, seine Tapferkeit, seine Entschlossenheit, lauter Eigenschaften, die sich auf seine Verwertbarkeit für die Zwecke der Frauen beziehen und nie auf seine äußere Erscheinung. Es gibt wohl außerhalb der medizinischen Lehrbücher keine Beschreibung des Mannes, die sich lang mit der Form seiner Lippen, der Farbe seiner Augen, bei dieser oder bei jener Beleuchtung, beim kräftigen Wuchs seiner Haare, der Zartheit seiner Brustwarzen oder der Ebenmäßigkeit seiner Hodensäcke aufhielte. Und der Mann selbst wäre höchst erstaunt und belustigt, wenn man ihn wegen dieser Merkmale seines Körpers loben würde. Der Mann ist nicht daran gewöhnt, dass man von seinem Aussehen redet. Die erwachsene Frau, die meist hässlich ist und somit genug Anlass hätte, sich der Bewunderung des Mannes hinzugeben und Zeit dazu hätte, sieht ihn nicht. Das ist keine Böswilligkeit oder gar Berechnung, aber für sie ist der Mann eine Art Maschine, die materielle Werte produziert. Eine Maschine beurteilt man nicht nach ästhetischen, sondern nach funktionellen Gesichtspunkten. Der Mann ist der gleichen Ansicht und beurteilt sich ebenso. Die Männer sind viel zu sehr in den Arbeitsprozess eingespannt und vom permanenten Konkurrenzkampf zermürbt, um sich mit Abstand sehen zu können. Vor allem aber wollen die Männer gar nicht wissen, ob sie schön sind oder nicht. Um ihrem Kampf einen Sinn zu geben, müssen ganz einfach die Frauen die Schönen sein, die Hilflosen, die Anbetungswürdigen, und deshalb nennen sie sie weiterhin in Ermangelung einer genaueren Definition für ihre widersprüchlichen Eindrücke das schöne Geschlecht.